gotta get it, man. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Destiny am Start für euch heute mit einem neuen Video. Und ihr werdet heute im Hintergrund ein MW2 Gameplay sehen. Welches es genau sein wird, weiß ich noch nicht. Ja, ich habe ja jetzt schon längere Zeit auch kein MW2 mehr gezockt und erst recht kein Gameplay mehr gespielt. Also muss ich auf irgendetwas Uraltes zurückgreifen. Also mal schauen, was ich da aus der Trickkiste rauskrame, ja. Und was ich mir hier heute als kleines Thema überlegt hatte, oder eher gesagt, was ich nur mal ganz kurz auch noch erwähnen wollte, war, dass ich jetzt wieder quasi, wie ihr es jetzt auch schon vor dem Video gesehen haben werdet und am Ende dieses Videos, werde ich wieder richtige Intros und Outros benutzen. Ganz einfach aus dem Grund, ja, ich habe mich da selbst ein wenig überschätzt, muss ich sagen, weil jetzt nicht auf den dummen Tricks bezogen, der das unter dem letzten Video geschrieben hat, das ist mir scheißegal, was der Penner meint. Nee, sondern ganz einfach aus dem Grund, es gibt halt einfach mehrere Leute, die haben halt ihren eigenen Geschmack und allen kann ich es ja sowieso nicht recht machen, das ist ja klar, aber hauptsächlich ging es mir jetzt darum, wenn Leute halt einfach auf den Kanal kommen und den noch nie vorher gesehen haben, die wissen ja gar nicht, was abgeht, kein Intro und keine Ahnung dann von Juicy J, irgendwelche flimmernden Lichter und was weiß ich, Alter, dann ist ja auch klar, dass die überhaupt gar nicht checken, was da abgeht. Und was auch noch so ein Problem war, was mir letztens Leute erzählt hatten, man würde meinen Kanal nicht auf YouTube finden und nur voll schwer und keine Ahnung. Da hatte ich mir vielleicht überlegt, ob ich vielleicht auch meinen Kanal anders nenne oder so, dass der einfacher zu finden ist, weil ich ja so famegeil bin. Nee, Spaß halt, wie gesagt, aus dem Grund halt, das war letztens sogar meine Freundin, die hat zu mir gesagt, ey, man findet deinen Kanal voll schwer. Und da habe ich mir gedacht, jo, wenn die das sagt, was geht denn ab, Und ja, vielleicht mehr Gamertag ändere ich noch, also mal schauen. Und was ich jetzt so für Videos für die nächste Zeit geplant hatte, war, also um jetzt auf das andere Thema zu kommen, war halt Road to Commander. Und wenn es die Zeit zulässt, in letzter Zeit habe ich überhaupt gar keine Zeit mehr zum Zocken, nicht mal mehr zum Snipen oder so. Ich gucke dann jeden Abend nur noch Film, weil ich halt erst spät überhaupt zu irgendetwas komme. Und ja, keine Ahnung. Ich würde demnächst halt Road to Commander hochladen und habe auch noch ein paar AW-Gameplays. Ich habe, glaube ich, noch Black Ops 2-Gameplays. Ich habe halt noch MW2-Gameplays, MW3-Gameplays. Vielleicht auch und da ein bisschen Abwechslung reinbringen, wenn es quasi die Zeit zulässt. Ich habe sogar schon zu meiner Freundin gemeint, wenn jetzt soll sie mal einfach, dass ich ihr meine Festplatte mitgebe. Und sie lädt dann quasi Live-Gameplays oder so von mir hoch, weil da habe ich ja auch jede Menge. Und ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, das hatte ich schon mal gefragt, aber da kam irgendwie recht wenig Antwort. Ihr könntet mal in die Kommentare schreiben, auf welche Art von Sniper-Gameplays ihr halt stehen würdet. Ich meine, ich habe damit jetzt keinen 100+, aber ich habe zum Beispiel ein Sniper-Gameplay mit 83 Kills, mit 89 Kills, mit 72 und sowas halt. Also jetzt nicht hier on the top, würde ich halt mal behaupten. Und ja, ich glaube auch nur Low Streaks oder so, keine Ahnung. Also könnt ihr auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wenn euch das bocken würde. Sorry für die Unterbrechung, so wie bei jedem Commentary. Meine Mom war kurz drin. Ja, was ich mir auch noch überlegt hatte für in Zukunft, für die ganzen Doomsdays, ich hatte davor vielleicht meinen Style ein wenig zu ändern. Ich habe ja immer, ja, die ganze Nigger-Scheiße halt benutzt, halt Hip-Hop und dies und das. Ist ja alles schön und gut, aber ich habe mir halt auch überlegt, meine Damen und Herren, ja, in Zukunft auch bei den Doomsdays halt ein wenig Abwechslung reinzubringen. Und deshalb mir auch verschiedene Lieder schon überlegt. Und da könnt ihr auf jeden Fall schon gespannt sein auf das 31. Doomsday. Da komme ich nämlich gleich zurück, was mit dem 30. ist. Jetzt habe ich den Faden verloren. Oh mein Gott. Ja genau, deswegen das 31. Doomsday wird, denke ich mal, vielleicht mit einem sehr speziellen Lied sein. Es ist auch eine, ja, sehr spezielle Musikrichtung, also ich glaube, das erwartet kein Mensch von mir. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein und euch das im Kalender markieren. Aber wann das ist, weiß ich auch noch nicht. Und ja, was ist mit dem 30. Doomsday, mit dem Community Doomsday? Also ich bin ganz ehrlich, ich bin überhaupt noch gar nicht dazu gekommen. Ich habe mir alle Clips runtergeladen, die bis zur Deadline halt eingeschickt wurden. Die habe ich alle runtergeladen. Ich habe die auch schon eingefügt und die sind auch alle schon zurechtgeschnitten, also ich habe mir alle angeschaut, ich habe sie alle auf die perfekte Länge halt geschnitten, heißt von Action Anfang bis Action Ende und
Habe auch bei den ein oder anderen Clips halt schon, was weiß ich, Zeitlupe, dies und das und keine Ahnung. Und was ich aber auch schon gleich sagen werde, ich werde oben rechts keine Namen einblenden. Ja, es wird irgendein Lied benutzt, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, welches Lied ich benutze. Aber auf jeden Fall werden oben rechts keine Namen eingeblendet und ja, ich muss euch ehrlich sagen, ich werde das jetzt versuchen, auf jeden Fall am nächsten Wochenende fertigzustellen oder vielleicht auch jetzt die nächsten Tage ein wenig, wenn ich mal Zeit haben sollte. Und wenn es jeden Tag nur 10 Minuten sind, ich denke mal dann manchmal so, oh, wegen 10 Minuten jetzt noch extra das und das machen, lohnt sich doch gar nicht. Aber ohne Scheiß, ich denke mir halt, für YouTube, auch wenn es nur 10 Minuten jeden Abend sind, wenn ich das Road to Commander sag schon, wenn ich das Community Doomsday fertigstellen kann, wäre das doch eigentlich schon eine coole Sache. Und einige werden sich vielleicht fragen, woher auf einmal die Aktivität und der Ansporn quasi kommt. Ich habe mir halt einfach gedacht, ich bekomme auf meine Videos noch nicht mal mehr 1000 Klicks. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie, ja, hier. Ich meine, ich verdiene ja sowieso kein Geld mit, das müssten ja die meisten wissen. Oder vielleicht sogar alle. Nee, aber anhand von Klicks und Likes und Kommentaren sieht man halt, ja, wie gut seine Videos, also wie gut meine Videos halt jetzt in dem Falle ankommen. Und es ist halt quasi wie so eine kleine, ja, wie so ein kleines Feedback halt immer von euch, wenn ich dann halt sehe, wie viel Klicks oder wie viel Likes oder halt, je nachdem, was in den Kommentaren steht, ist halt immer ganz cool anzusehen. Und ja, in letzter Zeit kriege ich halt vielleicht nur noch die 600, 700 Klicks, 60 Likes oder so und vielleicht mal 4, 5 Kommentare. Und es ist halt echt schon sehr traurig mit anzuschauen, wenn man mal überlegt, dass eigentlich der Westersburg und ich damals die aktivsten MW2-Uploader und Spieler waren. Ich habe zwar noch ein ganzes Road to Commander, aber wie gesagt, boah, gezockt MW2 jetzt, also jetzt public auf Gameplays habe ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr. Ab und zu mal hier dies und das mal gesniped oder private halt gespielt, keine Ahnung, aber wirklich ernst gespielt habe ich schon lange nicht mehr. Und es ist halt echt schade mit anzuschauen, deswegen habe ich mir auch überlegt, jetzt vielleicht in nächster Zeit, wenn ich dann mal wieder Zeit haben sollte, oder vielleicht mal ohne Scheiß am Wochenende zu Hause geblieben und einfach nur gezockt mal wieder, ordentlich mal wieder gesuchtet und vielleicht mal wieder ein paar lustige Gameplays erspielt, live oder auch nachkommentiert, ist ja scheißegal. Oder vielleicht mal was mit mir in Dreams machen, mal wieder mit meiner Freundin oder keine Ahnung. Könnten mir auf jeden Fall vorstellen, dass das eine coole Sache wird und ich werde mich da auf jeden Fall auch bemühen. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was im Hintergrund laufen wird und ich habe jetzt keine Ahnung, was ich jetzt hier in dem Video noch sagen könnte. Und ja, da würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann würde ich sagen, haut rein, bis demnächst, Servus. Getroffen, aber ich. Halt's Maul! Ich hab mit meinem Geld noch nicht gegeben! I'm loaded, I'm loaded, I'm loaded.